Unser nächstes Montagsmagazin am 20. Dezember um 20.15 Uhr mit Beiträgen aus Forschung und Technik. Über Kopfhörer vernehmen diese Kinder Musik und Sprache, die sie ohne technische Hilfsmittel kaum wahrnehmen könnten. Eine Infrarothöranlage mit Sender und Empfängern ermöglicht ihnen einen störungsfreien und nebengeräuscharmen Kunstgenuss, den sie unter Anleitung einer Tanzlehrerin und eines Tanzlehrers in synchrone Tanzschritte umsetzen. Mit Unterstützung der Aktion Sorgenkind konnte der Verein zur Förderung Hörgeschädigter in Friedberg bei Augsburg diese Infrarothöranlage neben anderen Aktionsmöglichkeiten den hörbehinderten Schwarms zur Verfügung stellen. Eine moderne Technik mit dem Ziel, Hörbehinderte in die Gemeinschaft der Hörenden zu integrieren. Und hier, meine Damen und Herren, die Themen im folgenden Heute-Journal. Jahrestag, 12 Monate Kriegsrecht in Polen. Im Ernstfall nach England, Verwirrung über Pläne für das amerikanische Hauptquartier. Und Stuttgart, Demonstrationen um die neue Verordnung. Ich habe heute einen Brief des Herrn Bundeskanzlers bekommen, der lautet: Sehr geehrter Herr Präsident, hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich den Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle. Ich beabsichtige, vor der Abstimmung über den Antrag am Freitag, dem 17. Dezember 1982, eine Erklärung dazu abzugeben. Mit freundlichen Grüßen, Kohl. Der Antrag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes, liebe Zuschauer, das ist die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers an den Bundestag. Bundeskanzler Helmut Kohl stellt diesen Antrag, damit das Parlament ihn ablehnt. Mit den Stimmen der SPD bei Enthaltung der Regierungsfraktionen. Auf diesem Wege will er sein Versprechen vom 1. Oktober einlösen. Er werde den Weg zu Neuwahlen im März einschlagen, sobald der Haushaltsplan für das nächste Jahr unter Dach und Fach sei. Ob und wann gewählt wird, das entscheidet dann endgültig der Bundespräsident. Unser erstes Thema in dieser Sendung, Polen. Hier steht nicht das Vertrauen zwischen Regierung und Parlament zur Debatte und schon gar nicht demokratische Neuwahlen. In Polen fehlt das Vertrauen des Volkes in die politische Ordnung überhaupt. Deshalb steht das Land heute seit einem Jahr unter Kriegsrecht.
Im Sejm, dem Parlament in Warschau, legte Staatspräsident Jablonski den Abgeordneten heute zwei Gesetzentwürfe vor, bei denen es um die Aussetzung des Kriegsrechts geht. Der Staatsrat kann nach diesen Vorschriften das Kriegsrecht jederzeit wieder einführen, wenn er die öffentliche Ordnung für bedroht hält. Das Versammlungsverbot soll aufgehoben werden, das Streikverbot bleibt praktisch bestehen. Die Internierten sollen freigelassen werden, aber eine Amnestie wird es nicht geben, allenfalls eine Begnadigung auf Antrag. Unmittelbar vor Weihnachten, am 23. Dezember, soll das Parlament die Aussetzung des Kriegsrechts beschließen. General Jaruzelski, der Chef der Militärregierung, hat die unabhängige Gewerkschaft Solidarität zerschlagen können. Doch ein stabiles Polen wieder aufzubauen, dazu müsste er das Volk mit dem System versöhnen. Ein Kommentar von Michael Albus. Ein paar Tage ist es her, ein Besucher kommt zum Primas Klemp in Warschau, fragt ihn nach der Lage. Unterschlossen damit gewaltsam das japanische Inselreich für den amerikanischen Markt. Wenig später erzwang Großbritannien seinem Handel durch das Yangtze-Tal den Weg in das Innere Chinas. Um 1900 annektierten die Vereinigten Staaten innerhalb von 2 Jahren die folgenden Inseln: Hawaii, Midway und Samoa, Wake, Guam und die Philippinen. Diese Inseln wurden zu starken Seefestungen ausgebaut. Sie bildeten die Aufmarschlinie der Vereinigten Staaten gegen Japan. Damit war in Verbindung mit den vorher in Alaska gewonnenen Positionen eine drohende Zange um Japan gelegt. Nach Beherrschung des chinesischen Handels schlossen nunmehr die Engländer und Amerikaner mit Hilfe Russlands auf chinesischem Boden den Ring um Japan, das damit völlig eingekreist war. Die englischen Festungen Singapur und Hongkong sollten die stärksten Eckpfeiler dieser Einkreisungsfront gegen Japan sein. Am 8. Dezember 1941 begann Japan, diese Fesseln zu sprengen. Seine Wehrmacht schlug überraschend zu. Die Verbände der japanischen Marine und des Heeres griffen die Zwingburgen Englands und der Vereinigten Staaten im pazifischen Raum schlagartig an. Hier der Verlauf der Operationen im ersten Jahr des Krieges in Großostasien. Mit dem Bombenangriff auf die Midway-Inseln wurde eine der wichtigsten Ausgangsstellungen für den Angriff der USA auf Japan schwer getroffen. In der Seeschlacht von Hawaii konnten die japanischen Streitkräfte 6 USA-Schlachtschiffe und mehrere schwere Kreuzer vernichten. Die USA-Stützpunkte Wake und Guam wurden in schnellem Zugriff besetzt und in wenigen Tagen vom Feind gesäubert. Weitere Angriffe der japanischen Marineluftwaffe richteten sich gegen die Philippinen, gegen Hongkong und gegen Singapur. Die britischen Schlachtschiffe Prince of Wales und Repulse wurden vernichtet. Nach diesem überraschenden Zuschlagen zur See und zur Luft wurden die Philippinen besetzt. Von hier aus wollte Roosevelt den direkten Angriff auf Japan eröffnen. Am 25. Dezember, knapp 3 Wochen nach Kriegsbeginn, eroberten die Soldaten des Tenno Hongkong, Englands Einfallstor nach Ostasien. Von Hongkong aus hatte England geglaubt, Japans Macht handelspolitisch und militärisch zerschlagen zu können. In planmäßigem Fortschreiten der Operationen wurde nach harten Dschungelkämpfen die Malaien-Halbinsel mit ihren riesigen Kautschukplantagen und unerschöpflichen Zinnvorkommen genommen. Damit war die Basis für den Angriff auf Singapur geschaffen. Von Thailand aus, das sich dem Kampf Japans gegen britisch Burma angeschlossen hatte, wurde der Sturm auf Mulmain eröffnet und damit ein wichtiger Ausgangspunkt zum Angriff auf Rangoon gewonnen. Diese Operationen richteten sich zugleich gegen die Burma-Straße, über die China von England und Nordamerika mit Waffen versorgt wurde. Die erfolgreiche Landung auf Borneo sicherte unseren Verbündeten vor allem reiche Ölvorkommen. Weitere japanische Truppenverbände wurden auf Celebes gelandet, das ebenfalls im Verlaufe weniger Wochen in japanischer Hand war. Ebenso wurden wichtige Punkte auf Neuguinea und den Salomoninseln besetzt. In der Seeschlacht auf der Höhe von Java wurde durch die Versenkung von 5 holländischen Kreuzern und die schwere Beschädigung weiterer Einheiten die Hauptmacht der niederländisch-indischen Flotte vernichtet und der Weg nach Java freigekämpft. Nach weiteren Seegefechten wurde die Landung auf Java durchgeführt. Am 11. Februar drangen die japanischen Truppen in die Stadt Singapur ein. Das stärkste Bollwerk der Briten in Ostasien wurde im Sturm genommen. Nach der Eroberung Singapurs, das jetzt Chonanko heißt, eröffnete Japan den Angriff auf Sumatra. Im Verlauf der weiteren Operationen drangen die Soldaten des Tenno von Rangoon aus bis zur indischen Grenze vor und eroberten in erbitterten Kämpfen Burma. Sie stehen nun unmittelbar vor den Toren Indiens, der Schatzkammer Großbritanniens. Im Norden des Pazifik stießen japanische Verbände gegen die Aleuten vor und besetzten hier 2 der strategisch wichtigsten Inseln. Von Anfang August bis Ende November tobte im Raume der Salomonen die größte Seeschlacht, die bisher im Pazifik geschlagen wurde.
Sie bildet den gewaltigen Abschluss des ersten Kriegsjahres in Großostasien. Die japanische Flotte konnte hier 4 amerikanische Schlachtschiffe, 4 Flugzeugträger, 31 Kreuzer, 21 Zerstörer und eine große Anzahl von Transportern versenken und über 850 Flugzeuge vernichten. Damit ist der amerikanischen Pazifikflotte endgültig das Rückgrat gebrochen. Japans Wehrmacht beherrscht heute den Pazifik und den Indischen Ozean. Großbritannien und die USA haben die ungeheure Schlagkraft Japans zu Land, zu Wasser und in der Luft zu spüren bekommen. Die folgenden Aufnahmen vom japanischen Freiheitskampf gelangten erst auf großen Umwegen nach Europa. Der Kampf um Singapur. Die Soldaten des Tenno haben sich in 2,5 Monaten durch die Fieberhölle des malaysischen Dschungels hindurchgekämpft. Nun stehen sie vor der Straße von Johore. Britischen Stellungen werden sturmreif geschossen. So vollzog sich der Übergang über die Johore-Straße. Vorausabteilungen rücken bei strömendem Tropenregen in ihre Bereitstellungen zum Sturm auf Singapur. Ein erster Brückenkopf ist gebildet. Es geht dem Flugplatz Tengga entgegen. Das sind die Dschungelkämpfer von Malaien. Sie vollbrachten einzigartige Leistungen an Mut und Zähigkeit. Selbst schwerste Strapazen konnten ihren siegreichen Ansturm nicht aufhalten. Die japanische Luftstreitkräfte stürzen sich mit vernichtender Wucht auf die militärischen Anlagen von Singapur. Der Flugplatz Tengga. Mächtige Rauchsäulen stehen über Hallen und Werkanlagen. Die Flugplatzbesatzung wird entwaffnet. Sie bestand aus britischen, australischen und indischen Soldaten. Und hier der Kampf um die Bukit Timah-Höhen, um die Schlüsselstellung vor Singapur. Die japanische Infanterie setzt zum entscheidenden Sturm an. Panzerkampfwagen haben die Höhen bereits überwunden. Das Schicksal von Singapur ist besiegelt. Der britische Generalleutnant Percival bietet die Übergabe der Stadt und Festung an. Am 15. Februar 1942 wurde in den Fortwerken von Singapur die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. 70 Tage nach Ausbruch des Krieges rücken die japanischen Truppen in Singapur ein. Die stärkste Zwingburg Großbritanniens im pazifischen Raum ist niedergerungen und fest in japanischer Hand. Der Sturm auf die Insel Celebes. Fallschirmtruppen der kaiserlich-japanischen Marine greifen die Insel in todesmutigem Einsatz überraschend an. Dort unten springen die ersten Gruppen. Immer neue Wellen brausen heran. Die Fallschirmjäger dringen stürmend in die Stadt Minado ein. Auf dem Marsch ins Innere von Celebes. Japans Fallschirmjäger haben ihren ersten großen Erfolg errungen. Die Landung auf den Aleuten. Die besetzten Inseln sind von Tokio etwa 4500 Kilometer entfernt. Die Entfernung nach San Francisco beträgt rund 4000 Kilometer. Japanischer Geleitzug bei Grober See auf dem Marsch nach Norden. Mit diesen Operationen trifft Japan eine wichtige Angriffsbasis der USA und schafft sich zugleich eine neue Ausgangsstellung für die weiteren Kämpfe gegen Nordamerika. Mit Sturmbooten gehen die ersten Truppen an Land. Die Schneeschmelze hat den Boden aufgeweicht. Nur unter großen Schwierigkeiten geht es vorwärts. Der Feind hat sich zurückgezogen.
In einer Hafenbucht Kriegsschiffe, Transporter und Fernkampfflugboote. Amerikanische Bomber greifen an. Der linke Motor brennt. Abschuss. Die Landungstruppen sind zu feierlichem Dank an den Tenno angetreten. Noch kurz vor Kriegsausbruch behaupteten die Amerikaner, in 3 Monaten würden sie Japan zerschlagen. Heute, nach 1 Jahr, sind die Vereinigten Staaten auf der ganzen Linie zurückgeworfen. Japan eroberte in den ersten 12 Monaten des Krieges ein Gebiet von rund 4.800.000 Quadratkilometern. Diese Fläche ist 10-mal so groß wie das Altreich. Die Soldaten des Tenno kämpfen Seite an Seite mit den Soldaten der anderen Achsenmächte um eine neue, gerechte Weltordnung. In den rückwärtigen Gebieten der Ostfront wurden Männer des Reichsarbeitsdienstes aus dem Verband des RAD entlassen und von der Wehrmacht übernommen. Die jungen Soldaten leisten den Fahneneid. Ein großer Teil von ihnen hat sich bereits im Osteinsatz des RAD als Frontkämpfer bewährt. Die jüngste deutsche Mannschaft tritt ans Gewehr. Die Abteilungen des Reichsarbeitsdienstes, die sich bei den Abwehrkämpfen von Reschew in vorderster Linie ausgezeichnet haben, sind zum Appell angetreten. Die Fahnen werden mit dem Band von Reschew geschmückt. Eine stolze Erinnerung an große, schwere Tage. An der Ostfront. Stuka greifen in die schweren Abwehrkämpfe südlich des Ilmensees ein. Eine bei den hartnäckigen Angriffen durchgesickerte Feindgruppe ist eingeschlossen und soll vernichtet werden. SS-Panzergrenadiere bereit zum Angriff auf eine Ortschaft, in die der Feind abgedrängt worden ist. Dritter Kreuzträger SS-Sturmbannführer Baum gibt letzte Anweisungen zum Angriff. Von allen Seiten gehen die SS-Panzergrenadiere gegen das Dorf vor. Stuka halten mit Bomben den Gegner nieder. Ist genommen. Die überlebenden Bolschewisten rücken in die Gefangenschaft. Am mittleren Frontabschnitt im Raum der großen Abwehrschlacht. Der erste Schnee ist gefallen. Panzerjäger, die in Reserve liegen, versehen ihre Fahrzeuge mit Tarnanstrich. Vorsicht, zerbrechlich. Über Nacht hat es scharfen Frost gegeben. Die Schlamm- und Matschperiode ist vorbei. Die Soldaten des Nachschubs wissen trotz des Schnees die Härte des festgefrorenen Bodens zu schätzen. Heiße Nudelsuppe für einen vorgeschobenen Stützpunkt. Musik.
für den Bunkerofen. Die Truppe ist jede Sekunde einsatzbereit. Ein Fieseler Storch überbringt den Befehl an einen motorisierten Verband, der in Bereitstellung liegt. Ein von den Bolschewisten besetzter Stützpunkt zwischen den Hauptkampflinien soll genommen werden. Die Sowjets versuchen, die drohende Gefahr im Gegenstoß abzuwenden und geraten dabei in das zusammengefasste Feuer unserer Hauptkampflinie. Unsere Flieger unterstützen in unermüdlichem Einsatz den schweren Abwehrkampf des Heeres. Weit hinter der Front des Gegners zerschlagen die Bomben unserer Luftwaffe Truppenunterkünfte, Nachschublager und Verkehrsknotenpunkte. Nach Nachtangriffen wird der Feind bereits in seinen Aufmarschgebieten schwer getroffen. Diese Ausgabe der Deutschen Wochenschau vom 10. Dezember 1942 ist geradezu ein Paradebeispiel für die psychologische Kriegsführung nach innen, mit der die Goebbelsche Propagandamaschine den Kampfeswillen des deutschen Volkes aufrechtzuerhalten gedachte. Denn interessant an dieser Wochenschau ist nicht so sehr, was sie zeigt, sondern warum sie es zeigt. Zu einem Zeitpunkt, als das Kriegsglück sich sowohl in Europa als auch in Asien bereits gegen die Angreifer gewendet hatte, gegen Hitler-Deutschland bei Stalingrad und gegen das imperialistische Japan bei den Midway-Inseln, zu einem Zeitpunkt also, da in beiden Nationen erste Ängste und Zweifel auftauchten oder Bestätigung fanden, an der Jahreswende 42-43, da sollte diese Wochenschau in allererster Linie beruhigen. Sie sollte den eingetretenen Stillstand im Vormarsch als kraftspendende Pause hinstellen und im Übrigen den Eindruck erwecken, dass beide kriegführenden Nationen in dem ihnen aufgezwungenen Kampf nicht alleine stünden und historisch zum Sieg prädestiniert seien.